Herzlich willkommen im Land- und Golfclub St. Eurach. Wir befinden uns hier am Abschlag der Bahn Nr. 9. Eine Bahn, die es in einer Publikation geschafft hat, unter die Top 1000 Bahnen der Welt zu kommen. Die Bahn 9 ist ein 347 Meter langes Par 4. Rechts vom Fairway stehen drei große Bäume, die den Blick vom Abschlag auf das Grün verhindern. Auf der linken Seite vom Fairway ist ein großes Wasserhindernis und davor Rouge. Das Grün ist von zwei Bunkern gut geschützt und ist sehr schwierig zum Anspielen. Eine Herausforderung für Beginner und Könner. Viele Grüße an den Land- und Golfclub St. Eurach. Ich erkläre euch jetzt, wie ich mein Lieblingsloch Bahn 9 spiele. Vom Abschlag der 9. Bahn benutze ich ein Hybrid. Dies fliegt ungefähr 220 Meter weit und landet dadurch in der breitesten Stelle des Fairways. Außerdem habe ich dadurch noch eine ebene Balllage. Der zweite Schlag ist hier die Schwierigkeit. Es geht extremst bergauf auf ein sehr onduliertes Grün. Dadurch ist sowohl Längenkontrolle als auch Richtungskontrolle sehr wichtig bei diesem Eisenschlag. Mein zweiter Schlag aufs Grün ist mir leider missglückt und ich liege jetzt hier links neben dem Grünbunker. Von hier aus ist das Grün nicht einsehbar und Max, jetzt brauche ich deine Hilfe. Gerade auf dieser Bahn, um das Grün und auf dem Grün, haben schon unzählige Spieler die Nerven verloren. Viele Zuschauer von der Terrasse beobachten, was auf dem Grün vorgeht. Max, hast du einen zusätzlichen Tipp, wie man mit diesem Druck umgehen kann? Ein blinder Schlag ist immer eine große Herausforderung, speziell für Amateure eine schwere Lage. Das Erste, was ich mache, ich gehe ein paar Meter nach vorne, bis ich die Fahne sehe und suche mir dann in der Verlängerung zwischen Ball und Fahne im Hintergrund ein Ziel. Das ist jetzt hier genau ein Baumstamm. Dann gehe ich zurück zum Ball. Richte meinen Schläger auf den Baum im Hintergrund aus. Dann habe ich die Richtung auf jeden Fall schon mal abgehakt. Und jetzt probiere ich mich nur darauf zu verlassen, auf das Bauchgefühl, was ich mir eben geholt habe. Und dann einfach den Schlag danach ausführen. Ja, in so einer Situation ist es wichtig, dass man sich auf sich selbst fokussiert und nicht auf das, was um einen herum passiert. Wie geht das am einfachsten? Indem man im Prozess bleibt, indem man schaut, wo die Fahne steht, wie ist die Balllage, was für einen Schlag will ich machen. Und wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, dann vergisst man ganz schnell, was um einen herum passiert. Hey, danke Max. Das war ein super Tipp von dir. Jetzt wissen wir, wie wir mit schweren Lagen umgehen. Genau.